Waagschale legen können. Danke, die Kollegin Maria Neuchel. Ganz herzlichen Dank fürs Wort. Herr Kommissar, Sie sind nicht der Kommissar ausschließlich der Landwirte, sondern Sie sind der Kommissar für ländliche Entwicklung und für Landwirtschaft insgesamt. Aber ich glaube, dass Sie Ihre Arbeit hier nicht wirklich begriffen haben. Denn ich glaube, Ihre Arbeit ist es, einen Ausgleich zu bieten. Einen Ausgleich zwischen den klaren Bedürfnissen der Berufsgruppe, der Landwirte, aber auch einen Ausgleich zwischen der Gesellschaft. Wir haben den Klimawandel, wir haben den Artenschwund. Und Sie bilden diesen Ausgleich nicht, sondern Sie stellen sich jetzt, und ich möchte es hier ganz deutlich sagen, relativ feige auf eine Seite. Sie stellen sich nicht den wirklichen Herausforderungen, die Branche hat, da geht es um den fairen Preis, da geht es um die Außenhandelsgeschichten und so weiter, sondern Sie stellen sich wirklich feige auf eine Seite und glauben jetzt mit einer schnellen Aktion kurz vor der Wahl noch Punkte machen zu können. Ich frage Sie, ich habe zwei Fragen. Gibt es eine Folgeabschätzung von Ihrem Handeln? Das, was Sie jetzt tun mit diesen angeblichen Vereinfachungen, gibt es dafür eine Folgeabschätzung? Was bedeutet das für die gesamte Gesellschaft? Diese scheinbaren Erleichterungen sind doch keine Laune. Wir hatten doch Gründe, warum diese Dinge so wichtig waren und warum sie gefordert wurden. Außerdem ist Ihre Aussage, man könnte dann in Zukunft ja brachliegende Fläche über Bezahlung liefern, einfach nicht richtig. Denn der Geldtopf ist schon lange leer. Sie streuen hier Sand in die Augen. Ich habe diese zwei Fragen. Gibt es eine Folgeabschätzung für Ihr Handeln? Punkt 1. Und stimmt es überhaupt, dass noch Geld da ist, um für Leistungen, die vorher im GAIEX waren, jetzt in den Ecoschemes zu zahlen? Das ist nicht wahr. Und ich muss sagen, ich bin sehr enttäuscht. Ich empfinde Sie als einen sehr, sehr schwachen Kommissar, der nicht die Belange der Landwirtschaft insgesamt im Blick hat. Vielen Dank.